Willkommen beim Lienzer Advent. Zeit für Kunst, Zeit für Kultur. Jeden Abend öffnet sich am großen Adventkalender an der Lieburg ein von Künstlerhand gestaltetes Fenster. Heute sind wir zu Gast im Atelier der Kunstwerkstatt Lienz. Hier ist der Arbeitsplatz von Thomas Baumgartner. Der Künstler hat das Bild für das Kalenderfenster Nummer 8 zur Verfügung gestellt. Und er ist nicht zum ersten Mal am Kunst-Advent-Kalender des Service Club Roundtable vertreten. Für mich ist es das vierte Mal, dass ich bei einem Kunst-Advent-Kalender dabei bin. Vor 2 Jahren. Aber war eben auch dabei mit einer anderen Künstlerin, weil da haben wir eben so ein Projekt gemacht, wo Künstler aus der Kunstwerkstatt und andere Künstler zusammengearbeitet haben. Ich male hauptsächlich mit Ölfarben und mit Aquarellfarben. Mit Ölfarben, das war eigentlich vor vielen Jahren, wie ich angefangen habe, wo ich es eigentlich ausprobiert habe, mit Ölfarben zu malen. Wo ich mich eigentlich zuerst dagegen gesträubt habe und eigentlich nicht lernen wollte, mit Ölfarben zu malen. Aber dann haben wir gemerkt, ja, das funktioniert doch recht gut, und dann habe ich eben angefangen, mit Ölfarben zu malen. Also das ist so, bei den Ölfarben kann ich eigentlich immer wieder drüber malen. Gell? Also da kann ich immer wieder mit den Farben drüber gehen, mit den Farben drüber malen. Weil ein richtiges Ölbild, bis es ganz, ganz trocken ist, braucht so bis 80 Jahre. Das Bild Nummer 8 trägt den Titel Hüter meiner Hütte und stammt aus einer Serie von Bildern mit afrikanischen Motiven. Ich male eigentlich immer Serien. Also das habe ich mir von Anfang an eigentlich angewöhnt. Und ich habe immer gesagt, wenn ich eine Ausstellung habe, ist die Serie beendet. Das ist in Afrika, ja genau. Und da ist einer mit einem Speer, der vor der Hütte steht. Und deswegen habe ich eigentlich das Bild auch der Hüter meiner Hütte genannt. Ja. Mhm. Danke, dass ihr gekommen seid. Und ich hoffe, dass der Lockdown bald aufhört. Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten noch.